Hi, heute Abend beginnen wir ein Feiertag. Welcher Feiertag? Die letzten Tage von Pesach. Was wird gefeiert? Normalerweise, alle Feiertage feiern etwas, die passiert hat. Pesach, Shavuot, Sukkot. Aber dieser Feiertag feiert ein Feiertag, die wird passieren. Die letzten zwei Tage von Pesach sind gewidmet zu feiern, die zukünftige Erlösung, das Mashiach wird uns von dem Exil rausnehmen. Warum feiern wir einen Feiertag auf ein Ereignis, das noch nicht passiert hat? Sagt uns die Propheten. Genau wie Gott uns aus Ägypten rausgenommen hat, genau wird Gott uns rausnehmen von diesem Exil. Derjenige, der dankt für die Vergangenheit, wird feiern können die Zukunft. Wenn Sie wollen in Ihrem Leben zukünftig positive Ereignisse haben, sei dankbar für die Vergangenheit und plane die Zukunft. Lebe, als ob schon die Zukunft ist da. Und wenn du dankbar sein wirst für die guten Dinge, die Gott dir bringen wird, wird Gott dir tatsächlich auch die guten Dinge bringen. Deswegen feiern wir die letzten zwei Tage von Pesach und wir enden den Pesach-Feiertag mit einem Essen vom Mashiach. Wir essen Matze und Wein und wir sagen Danke Gott für die Erlösung, was du wirst uns bringen. Und dann werden wir tatsächlich alles von die Exil, alle von die Exil rausgehen und gehen mit Mashiach zu Jerusalem jetzt. Chag Sameach!